Hallo und herzlich willkommen im Wald. Survival-Baumwissen. Jetzt auch die Fichte. Die Fichte ist ja natürlich ein Klassiker, muss ich jetzt niemandem erzählen, wo man die findet. Man findet sie schlicht und ergreifend überall potenziell. Man kann nicht wirklich sagen, wo es keine Fichte gibt. Gibt es keine Region, die da ausschließlich keine Fichten enthält. Es gibt auch keine Region, wo sie ganz, ganz typisch vorkommen. Es gibt höchstens eine Region, wo sie natürlich vorkommen. Und das wären ja die fast schon Hochgebirgsstufe unserer Mittelgebirge, also heißt im allerhöchsten Schwarzwald, so Feldberggebiet und lustigerweise ab 800 Meter im Harz. Der Harz ist ein Sonderfall, der hat so ein Spezialklima, deswegen kommt da die Fichte vergleichsweise niedrig schon natürlich vor und in den anderen Mittelgebirgen gehört sie eigentlich nicht hin. Vielleicht noch im Bayerischen Wald, da bin ich mir nicht sicher, ob es da nicht auch noch ein paar Eckchen gibt, so an den allerhöchsten Bergen, wo ein bisschen Fichte noch natürlich vorkommen würde, aber normalerweise halt eben nicht. Und natürlich auch in den Alpen kommt sie natürlich vor. So, wir finden sie trotzdem überall. Sie ist Deutschlands häufigste Baumart. Immer noch. Inzwischen nur noch mit, und das ist wirklich eine wahnsinnige Abnahme, mit circa 35%. Ungefähr. Je nach Bundesland schwankt das ein bisschen. Sie zeichnet sich dadurch aus, man kann sie am Stamm ganz gut erkennen, dass sie hier solche einzelnen Schüppchen drauf hat, mehr oder weniger rund, und man kann die mehr oder weniger auch einzeln runternehmen, wenn man eine findet, die locker ist. Natürlich, ja gut, ich finde jetzt keine, doch jetzt hier, da konnte ich jetzt gerade eine runternehmen, ne? Sind dann so kleine Schüppchen hier, darunter ist sie deutlich brauner. Sie kann tendenziell etwas rötlich sein. Man spricht auch von der Rotfichte, auch wegen der Stammfarbe. Diese hier hat relativ viel UV-Strahlung abbekommen. Dann wird die Borke etwas heller. Deswegen ist sie jetzt untypisch hell. Zu den Nadeln, ich mache jetzt ausnahmsweise auch mal ein bisschen Bestimmung, was nachgefragt wurde. Das ist der klassische Nadelbaum schlechthin. Es gibt da einen wesentlichen Merksatz, den lernt jedes Kind, das mal bei irgendeiner waldpädagogischen Veranstaltung dabei war. Ist auch für Erwachsene praktisch. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Fichte sticht also. Fichte hat Nadeln mehr oder weniger um den gesamten Zweig radial verteilt. Die Fichtennadeln sind mehr oder weniger arg stechend, wenn man reinlangt. Die hier jetzt nicht mehr sonderlich, das liegt daran, dass sie schon ein bisschen älter sind. Die jungen Triebe, kann man hier von der Rückseite gut sehen, sind plus minus rötlich. Die einzelnen Nadeln, wenn man sie abreißt und zwischen den Fingern reibt, sind deutlich vierkantig. Man kann also richtig spüren, die haben vier Kanten. Das könnt ihr nur spüren, das könnt ihr nicht sehen. Und ja, das sind so die wesentlichen Sachen, die ihr euch merken müsst. Dann habt ihr es in 95% der Fälle mit einer gemeinen Fichte zu tun. Es gibt noch ein paar andere Fichten, die hier theoretisch angepflanzt werden könnten, ist aber eher unwahrscheinlich. Ja, und das ist die Fichte. Verbreitung, wie gesagt, haben wir schon gesagt, überall in Deutschland am häufigsten anzufinden. Was kann man damit machen? Hier hängt ein Tröpfchen Harz, beziehungsweise ein paar Tröpfchen Harz. Magst du da mal so nah ran, wie irgend geht? Man kann sie hier bei meinem umgewaschenen Zeigefinger, da sind so ein paar, die da runterlaufen. Sieht man, oder? Ich denke auch. Ja, und das wäre so die eine wesentliche Anwendung. Fichte, eine der harzreichsten Bäumchen, die wir haben, neben der Kiefer. Fichtenharz hat ähnliche Eigenschaften wie Kiefernharz, ist vielleicht nicht ganz so gut als Heilmittel in Anführungszeichen geeignet. Jedenfalls von der Überlieferung her sagt man, man nimmt immer Kiefernharz für Heilmittelzwecke, weniger Fichtenharz. Ansonsten ist das Zeug natürlich noch ein Brennmaterial, ein Klebstoff, das habe ich euch bei der Kiefer schon alles erzählt. Harz also wie gehabt. Holz, hervorragendes Baumaterial für Großbauprojekte. Junge Fichten wachsen als Stangen hoch. Diese Stangen kann man dann wiederum wirklich wunderbar für irgendwelche Großbauprojekte benutzen. Das ist allerdings jetzt nochmal der Hinweis, es handelt sich hier um Survival-Baumwissen für irgendwelche Notsituationen, in denen man sowas dann auch wirklich machen darf, ohne dass es illegal wird. Man kann nicht einfach junge Fichten umsägen, weil man gerade eine Stange für irgendein Bauprojekt braucht. Das ist alles hoch illegal und gehört sich auch nicht. So, was hat sie sonst noch für lustige Eigenschaften? Mal abgesehen von, also nochmal kurz zum Holz, zwei Dinge noch. Es ist für seine Stabilität unglaublich leicht, eignet sich daher auch für den Transport sehr gut. Man kann also ein stabiles Bauholz, das man trotzdem noch durch die Landschaft einigermaßen transportieren kann, auch nur mit reiner Manneskraft. Und zweitens brennt es sehr leicht an, vergleichsweise leicht an, auch dadurch, dass es ein Nadelholz ist und Harz drin ist, brennt es besonders gut leicht an. Heißt, wenn man ein Lagerfeuer starten möchte und hat ein bisschen Fichtenholz für diesen Zweck rumliegen, wäre das eine gute Idee. Ne? Also nicht unbedingt alle Fichte, die man hat, verheizen. Negative Eigenschaft, es gibt nur eine geringe Glut und eine Glut, die nicht sehr lange heizt. Will man also ein Feuer, das die ganze Nacht brennt, nach Möglichkeit nicht unbedingt Fichtenholz nehmen. So, das hier sind Fichtenzapfen.
fallen zwar auch auf den Boden, dann sind allerdings die Samen schon raus. Wenn man also Fichtenzapfen, die Samen enthalten, am Boden finden möchte, muss man eine Fichte entweder fällen oder eine finden, die umgeworfen wurde. Und die haben die wundersame Eigenschaft, dass man da drin auch eben entsprechend Fichtensamen finden. Und so sieht ein Fichtenzapfen dann im angeschnittenen Zustand aus. Diese kleinen Bobbelchen, die man hier sehen kann, ich versuche da mal einen mit der Messerspitze rauszupuppeln, ohne dass er runterfällt. Ja, hier hängt er. Das sind die Samen. Das ist zwar nicht der ganze, da hängt noch ein bisschen was dahinter. Aber im Grunde, jetzt hier, den kann man jetzt schön sehen. Und die kann man essen. Bringt das viel? Nom, 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 nom. Nicht wirklich. Schmecken die besonders gut. Ziemlich harzig. Was am Harz im Zapfen liegt. Im Samen selber ist natürlich kein Harz. Ist das jetzt was, womit man sich nennenswert ernähren kann? Sicherlich nicht. Aber der große Vorteil bei den Dingern ist, die sind halt das ganze Jahr über verfügbar. Heißt, das wäre potenziell auch eine Notnahrung für den Winter. Wenn man halt irgendwo ist, wo es jede Menge von den Zapfen rumliegen hat und man hat gar nichts Besseres mit seiner Zeit anzufangen, dann kann man sicherlich ein paar von denen mampfen. Ich würde allerdings bezweifeln, dass man damit wirklich über den Winter kommt. Es ist eher so eine Verzweiflungs-Survival-Nahrung. So würde ich es ungefähr einordnen wollen. Die haben zwar theoretisch wirklich viele Kalorien pro 100 Gramm, da aber ein so ein Zapfen irgendwas so um die 0,3 maximal, um die 0,3 Gramm wiegt, zwischen 0,1 und 0,3 Gramm. Eigentlich ein Zapfen, ein Samen, verflucht. Jedenfalls, das ist übrigens das, was sich das Eichhörnchen da dauernd rausholt. Also ich würde tatsächlich eben davon ausgehen, dass sich das nicht wirklich lohnt. Ne? Also selbst wenn man jetzt mehr Übung hat, die da rauszufischen, ist, ich habe da nicht viel Übung und da kann man sicher schneller werden. Ja, egal. So viel dazu. Heilwirkung. Ist mir jetzt keine ausgesprochene Fichtenheilwirkung bekannt. Und bevor mir jetzt wieder jemand in die Kommentare schreibt, dass ich den Fichtennadeltee vergessen habe, wo habe ich meinen Zweig hingeworfen? Da. Der Fichtennadeltee, einfach im Grunde ein Stückchen Zweig nehmen oder einfach so ein paar Nadeln abschaben, ins Teewasser schmeißen, wie man ganz normalen Tee verwenden würde, kann man machen. Ich persönlich finde es nicht besonders lecker, gibt es aber viele Leute, die darauf schwören. Das ist wohl irgendwie so ein Geheimtipp in der Bushcraft-Szene, dass man das entsprechend tut. Bringt einen das jetzt ernährungstechnisch irgendwie weiter? Nö, nicht wirklich. Es schmeckt halt besser als heißes Wasser ohne alles. Das tut es auf jeden Fall. Man kann da potenziell auch irgendwann zu viel trinken von, hat mal auch jemand angemerkt, weil es ein Heilmittel ist und kein Genussmittel. Aber wann hat man davon zu viel getrunken? Nach 2, 3, 4 Litern, irgendwie sowas. Also da muss man schon enorme Mengen von dem Zeug konsumieren. Wenn man gar kein normales Wasser mehr trinkt, sondern nur noch Fichtennadeltee, dann wird es irgendwann vielleicht mal ein bisschen zu viel. Was das dann für Auswirkungen hat, gesundheitlicher Art, weiß ich allerdings auch nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, man kann es nirgends nachlesen. Und dann noch eine Sache, die mir auch wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben wird, wenn ich sie nicht noch dazu sage. Geht es noch mit der Kamera halten? Ja. Gut. Die ganz jungen Nadeln, die kann man sich quasi wie Rosmarin verwenden. Sie sind quasi ein Gewürz, sie werden gerne in Süßspeisen verwendet, ganz fein geschnitten, ganz fein gehäckselt. Man schmeißt die teilweise auch in Honig rein. Man macht sich auch den sogenannten Fichtennadelhonig, was einfach nur ein Zuckersirup mit Fichtennadeln drin ist, beziehungsweise dem Aroma und dem Extrakt aus Fichtennadeln. Man kann sich auch noch ein Fichtennadelöl aus dem Zeug destillieren. Da braucht man unglaublich viele Nadeln für nur ganz, ganz, ganz wenig Öl. Es ist ein ätherisches Öl drin. Das kann man quasi ohne eine große Destillieranlage draußen im Wald aber nicht wirklich herstellen. Ja, und die jungen Fichtennadeln als Gemüse fressen, wie gesagt, das kann man machen. Das bringt einem kalorientechnisch aber nichts. In denen ist fast nichts Verwertbares drin, bis auf eine Sache, und das wäre Vitamin C. Ja, also wenn man jetzt meint, man hat akuten Vitamin C-Mangel, dann kann man auch junge Fichtennadeln futtern. So, das war jetzt aber wirklich alles, was mir zu den Teilen einfällt. Warum so lange zu Fichte? Naja, das ist halt wirklich die Baumart schlechthin, die man irgendwo im Wald finden kann. Ich habe es ja gesagt, unsere häufigste Baumart. Und das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.